Als ich gerade hier in den Saal ging, rief mir jemand über die Schulter hinterher sozusagen, wenn nichts mehr geht. Und dann ist auch ein bisschen peinlich, jetzt in diesen Saal zu gehen. Wir alle uns jetzt hier outen, jetzt sind die Loser unter sich sozusagen, wenn nichts mehr geht und du am Ende bist. Schritte aus der Krise. Ja, ja, das ist nicht einfach im Leben und das ist auch schwierig für uns Christen. Und dann ist das so ermutigend, wie was Elias uns erzählt hat, dass es dann immer wieder das Wort Gottes ist, das uns Mut macht, das uns Kraft gibt und das uns herausziehen kann aus der Dunkelheit und aus den Schwierigkeiten. Es ist genug, sagte einst Elia. Ihr Lieben, obwohl diese Worte vor bald 3000 Jahren gesprochen sind, sind die so aktuell wie von gerade eben. Sie klingen durch die Jahrtausende hindurch bekannt. Das ist deine Erfahrung, das ist meine Erfahrung, da haben wir alle schon gestanden. Mir reicht's, ich habe genug, das war's, tschüss. Es ist genug. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es oft so, ich fühle mich müde, ich fühle mich ausgebrannt, leer, überfordert. Das ist so schön, dass wir dieses Jahr wieder Jumiko hier feiern dürfen. Wir waren letztes Jahr über Internet zusammen, vorletztes Jahr über Internet zusammen, 2 Jahre mit diesem Corona-Druck, 2 Jahre mit diesem Bombardement von Sorgen, von Ängsten, von Problemen, von Fragen. Und das hört ja nicht auf. Jetzt ist es Inflation und Energie und Krieg. So viele Schwierigkeiten. Es ist genug. Kennst du das auch? Ich erlebe immer wieder solche Phasen. Und was passiert in mir dann? Zweifel, Lähmung, Leere. Dann geht nichts mehr am Ende. Und unser Bibeltext heute Nachmittag nimmt uns mit in genau so eine Phase tiefster persönlicher Dunkelheit. Und das nicht bei dir und bei mir, sondern bei einem der ganz, ganz Großen im Reich Gottes. Ich lese uns aus dem 1. Königebuch, Kapitel 19, die Verse 1 bis 18, und wenn ihr eure Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mit aufschlagen. Die Geschichte von dem Elia ist ja der Hammer. Der taucht plötzlich auf. Pauz ist er da und dann hat er ein Wort für den Ahab. Er sagt, es wird nicht mehr regnen. Dann regnet es ja auch 3,5 Jahre nicht mehr. Elia, das war so ein gestandener Mann Gottes, ein Prophet. Der hat dann den Showdown mit all diesen falschen Priestern und Baalspropheten gehabt in Kapitel 18. Aber jetzt sehen wir diesen Elia völlig verändert in Kapitel 19. Und Ahab, das war damals der König, sagte Isabel, das war seine Frau, er hatte eine heidnische Frau geheiratet, das ist nicht gut. Wir müssen als junge Leute, wenn wir überlegen, wie wir unser Leben gestalten wollen, immer wieder darauf achten, dass das Wort Gottes uns rät, dass wir als Christen uns finden, dass wir nicht mit jemandem aus der Welt uns verbünden. Das hatte Ahab gemacht, das war die Katastrophe seines Lebens, das war die Katastrophe damals für das Nordreich, wo er König war. Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte. Elia hatte diesen Showdown gehabt, er hatte bewiesen, dass Gott Gott ist, dass Baal nichts ist und er hatte die Baalspriester töten lassen. Er sagte Isabel alles, was er getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, und jetzt kommt dieses Wort, es ist genug. So nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm.
Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe da, kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin alleine übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schaffats von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Hause Hazaels entrinnt, den soll Jehu töten und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Ich möchte beten, Herr, mach auch uns zu solchen treuen, mutigen Überwindern, die sich nicht vor den falschen Götzen beugen. Und richte du uns heute Nachmittag durch dein Wort wieder auf, wie du den Elia erquickt hast, Herr, erquicke du auch uns. Amen. Ihr Lieben, das ist kein durchgestylter Post auf irgendeiner Multimedia-Plattform von einem Influencer. Das ist ein Einblick in Elias Seele in ihrer dunkelsten Stunde. Ein Blick sozusagen mit Tiefenschau. Wenn wir die Bibel kennen und die meisten von uns kennen die Bibel, dann wissen wir, die Bibel zeigt uns das Leben, wie es ist. Die Bibel zeigt uns die Wirklichkeit. In der Bibel, da sehen wir die echte Welt, wie die Welt ist. Mit allen Ecken und Kanten, mit den Schwierigkeiten, mit den Problemen, mit der Verfolgung, mit den Kriegen, mit den Nöten, wie die Welt ist. Die Bibel zeigt uns echte Menschen. Nicht wie aus einem Hochglanzmagazin, nicht wie im Internet. Echte Menschen wie du und ich. Im Jakobusbrief, da lesen wir auch Elia, das war ein Mensch wie du und ich. Echte Menschen. Aber dann das Evangelium. Die Bibel zeigt uns auch den echten Gott. Der Gott, der nicht fern ist, der Gott, der keine Fantasie ist, der Gott, der in der Wüste seinen Diener Elia in seiner dunkelsten Stunde besucht. Das zeigt uns die Bibel. Die Bibel zeigt uns, wo echte Hilfe zu finden ist. Echte Hilfe finden wir bei Jesus. Jesus ist der Retter. Wir kommen von Weihnachten her. Freu dich, Welt. Der Retter ist da. Echte Hilfe. Und dann zeigt uns die Bibel, wir sind auf der Jumiko, dass da echte Aufgaben anzupacken sind. Gabi hat erzählt, wie das wichtig ist, in Pakistan Zeugnis zu geben, wie Kirchenchristen angesprochen werden durch die klare, simple Erklärung des Evangeliums. Und sie hat uns Mut gemacht, ein bisschen angepiekst, dass wir jetzt diese Berufung, diesen Auftrag auch wahrnehmen. Das alles, das entdecken wir in der Bibel. Die Bibel zeigt uns Menschen, wie sie sind. Die Bibel zeigt uns keine heiligen Bilder, sondern Menschen mit Ecken und Kanten. In Jakobus 5, Vers 17 steht, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und darum können wir, darum kann ich, darum kannst du aus diesem Bericht lernen. Die Zeit, die unser Text beschreibt, das war eine dunkle Zeit. Israel hatte einen Versuch gewagt in Basisdemokratie. Da machte ganz Israel am selben Tag Omri, den Feldhauptmann, zum König. 1. Könige 16, Vers 16. Aber das kam
nicht gut. Dieser Omri hatte einen Sohn und das war der Ahab. Der kam als Nachfolger auf den Thron und dann lesen wir in 1. Könige 16, Vers 13, er tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle, die vor ihm gewesen sind. Es gibt ja das Sprichwort, der Fisch stinkt vom Kopf her. Und das gilt auch für einen Staat, das gilt auch für die Regierung. In Sprüche 29, Vers 2 steht, wenn der Gottlose herrscht, seufzt das Volk. Die Moral verfiel immer mehr, fremde Götzen wurden aufgebaut, die Isebel brachte ihren ganzen Schrott mit Aschera und Baal, lauter Fruchtbarkeitsgötzen. Und das war ja die Ironie, der Elia betet, dass es nicht regnet, es regnet 3,5 Jahre nicht. Und das war sozusagen die Kernkompetenz von diesem Baal, er war für Regen und Fruchtbarkeit zuständig. Die Staatspropaganda, die lief. Falsche Propheten hielten das Volk auf Linie, fremde Götzen wurden überall intronisiert. Und dann das Schreckliche, und das klingt fast so wie aus unseren Tagen, aber der wahre Gott, der ewige Gott, der war so gut wie in Vergessenheit geraten. Wir lesen in 1. Könige, Kapitel 22, Vers 6, etwas später. Da ging es darum, ob Israel zusammen mit Juda in den Krieg ziehen sollte. Und da heißt es, da versammelte der König von Israel Propheten, etwa 400 Mann. Die sollten jetzt Rat geben von Gott her. Aber es waren doch nur Schwätzer, sie hatten Lügen, aber kein erquickendes Wort vom Herrn. Der König Josaphat von Juda war da, hat das sofort durchschaut und fragte verzweifelt, ist denn hier kein Prophet des Herrn? 1. Könige 22, 7. Eine gottlose Zeit, damals wie heute. Woher kommt das? Wie konnte es so weit kommen? Das kommt vom Fall der Menschen. Das kommt sozusagen schon von unseren Eltern, von den ersten Eltern her, von ihrem Ungehorsam Adam und Eva, vom Sündenfall im Paradies. Das hat unsere Welt, das hat dein Herz und mein Herz, das hat uns vergiftet. Das sehen wir jeden Tag in unserem eigenen Leben, in dieser Welt, wenn wir die Nachrichten auf dem iPhone lesen. Das ist die Realität. Und was jetzt? Sind wir jetzt wirklich am Ende? Ist jetzt alles aus? Müssen wir aufgeben? Nein, sagt die Bibel, denn damals und auch heute sendet Gott seine Boten. Boten, die die Menschen zur Umkehr rufen, so wie Gabi das zeugnishaft erzählt hat, wie es ihr geschenkt ist, dort in Pakistan Boten dieses Evangeliums zu sein. Damals waren es die Propheten, Männer wie Elia, von dem unser Text berichtet. Und mitten in der Dunkelheit seiner Zeit, das braucht Mut, steht Elia auf und konfrontiert den Zeitgeist und ruft die Menschen zur Umkehr. Ein Ruf übrigens, der bis in unsere Tage zu hören ist. Elia fragte damals 1. Könige 18, 21, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ihr Lieben, damals wie heute geht es darum, ganze Sache zu machen. Ich werde das nie vergessen, als junger Kerl war ich in der Evangelisationsversammlung in England. Und da hat der Evangelist eingeladen, in with both feet. Er hatte so von einem Bild erzählt, da irgendwo auf dem See sind so schwankende Kähne und manchmal ist es so am Anleger, da muss man durch ein Boot ins andere steigen und er sagt, Mensch, wenn du da zwischen zwei Booten stehst, da fällst du ins Wasser, da verlierst du das Gleichgewicht. Aber wenn du reingehst, wenn du ganze Sache machst, wenn du in dein Boot steigst, dich hinsetzt, dann hast du halt und dann geht raus auf den See. In with both feet. Ihr Lieben, wir müssen ganze Sache machen. Wir dürfen nicht auf beiden Seiten hinken. Paulus bringt das im Neuen Testament auf den Punkt und er sagt, viele, und er sagt das unter Tränen, viele sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Philipper 3, 19 bis 20. Ihr Lieben, es braucht einen Bruch. Es braucht diesen Bruch mit der irdischen Gesinnung. Wir dürfen da nicht stehen bleiben. Wir müssen ausbrechen aus dieser irdischen Gesinnung. Es braucht einen Durchbruch zu dieser Gesinnung, zu Jesus hin, zu unserer himmlischen Berufung. Paulus sagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir haben einen Perso, wir haben einen Reisepass von Gott ausgestellt. Wir sind nicht mehr Teil dieser Welt. Wir leben hier, aber unser Bürgerrecht ist im Himmel. Diesen Bruch
diesen Blickwechsel, diesen Herrschaftswechsel, das kann nur Jesus schenken, das ist nur durch das Kreuz möglich. Da helfen uns keine guten Vorsätze, wie jetzt vielleicht wieder zu Beginn des neuen Jahres, dass wir mehr Sport machen wollen oder mehr lesen wollen oder weniger Internet oder was auch immer. Nein, da kann nur Jesus helfen. Wir müssen beten, Herr, sei mir Sünder gnädig. Wir müssen beten, rette du mich, Jesus. Jesus, komm du in mein Leben. Da sind wir, genau wie damals das Volk Israel, da sind wir zur Entscheidung aufgerufen. Und ich möchte dich das heute Nachmittag einfach ganz persönlich fragen. Hast du diese Entscheidung schon getroffen? Als Missionswerk Hilfsaktion Märtyrerkirche haben wir unseren Sitz verlegt vom Bodensee nach Mittelhessen, hatten da gerade ein ganz großes Eröffnungsfest vor 3 Monaten, waren über 400 Leute. Und jetzt habe ich eine Einladung bekommen zu einer Trauerfeier einer derer, die dort mitgefeiert haben, keine 90 Tage später, mitten aus dem Leben gerissen. Er hat sein Leben mit Gott gelebt, aber trotzdem hat mich das ins Nachdenken gebracht. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben. Hast du für dich diese Entscheidung klar bekommen? Hast du diese Entscheidung getroffen oder bist du noch irdisch gesinnt? Dann möchte ich dich einladen, dann hör doch, was Elia sagt. Ist der Herr Gott, so wandle ihm nach. Nimm doch diesen Jesus auf. Richte dein Leben auf Jesus aus und brich aus dieser irdischen Gesinnung. Bete doch in deinem Herzen, selbst jetzt in der Stille, wo du hier sitzt. Herr, komm in mir wohnen, lass mein Herz auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Und dann gilt dir diese Verheißung. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Etwas Neues fängt an. Und wenn du heute hier sitzt, weil du wirklich am Ende bist, und einige von uns, denen geht's ja so, weil du wirklich nicht mehr weiter weißt, dann möchte ich dir Mut machen, dann erst recht treff diese Entscheidung. So kommt überhaupt erstmal Grund in dein Leben. Das Wichtigste ist, wenn überall Chaos ist, dass man mal aufhört, dass noch mehr Chaos entsteht, dass noch mehr schief geht. So bekommen wir Grund in unser Leben. So kriegst du Grund rein. So kriegen deine Füße wieder Halt. So gleitest du nicht weiter ab. Und der Psalmist bekennt das ja dankbar in Psalm 40, Vers 3. Er zog mich aus der grausigen Grube aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, damit ich sicher treten kann. Wie geht das? Das tut Gott. Das schenkt Gott. Und diesem Gott dürfen wir vertrauen, dass er durch seinen Heiligen Geist, durch sein Wort in unser Leben hineinspricht, dass er in uns diesen Prozess der Veränderung schenkt, dass er uns gewiss macht, diese Vergebung, von der die Bibel redet, die gilt auch dir, nicht nur den anderen. Das darfst du für dich persönlich in Anspruch nehmen. Das ist Glaube, dass wir uns auf diese Zusagen Gottes stützen und uns daran ausrichten. Und ihr Lieben, genau diese Art von Glauben, das brauchen wir in unserer Zeit. Und darauf drängt ja Elia, damals in seiner Zeit, mit großem Erfolg übrigens. Gott beglaubigte die Botschaft des Elia. Wunder über Wunder geschahen. Wenn man das liest, man kommt aus dem Staunen nicht raus. Lest ruhig heute mal diesen Elia-Bericht, 1. Könige 17, 18, 19, dass ihr das nochmal vor Augen habt. Wie Gott Wunder geschehen ließ, wie Feuer vom Himmel fiel, wie die Lügenpropheten überwunden werden, wie die Dürre endete, wie der lang ersehnte Regen fiel, wie der Segen Gottes kam. Aber dann, und da sind wir ja mit unserem Text, dann kam auch die Enttäuschung. Und das sind vielleicht die schwersten Anfechtungen, wenn wir merken, da ist Aufbruch, da passiert was. Wir sind jetzt endlich auf dem Missionsfeld und dann, Pauls, kommt eine Tropenkrankheit und Malaria und das Fieber und Typhus und was es alles ist, wie furchtbar. Dann kommen die Fragen, dann kommen die Anfechtungen. Die Enttäuschung kennen wir alle, es ändert sich ja gar nicht. Elia war so erwartungsvoll mit Ahab nach Jezreel gelaufen. Richtig coole Strecke ist er da gerannt. Die Reformen lagen in der Luft. Der Mann war motiviert. Jetzt stand er vor dem Palast. Da kam ein Bote der Königin. Was würde jetzt wohl passieren? Wie würde es weitergehen? Kommen jetzt endlich die Reformen? Passiert jetzt endlich was? Bewegt sich auch politisch was? Das muss sich doch mal ändern. Da muss man doch mal mit der Faust auf den Tisch hauen. Und dann kam die ernüchternde Botschaft der Königin.
Und was die Königin sagte, 1. Könige 19, Vers 2, das hat den Elia umgehauen. Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Elia hatte die Propheten getötet, das war eine Todesdrohung. Elia, jetzt bist du dran. Die Botschaft war klar, Elia sollte umgebracht werden. Und dieser simple Drohungsausspruch hat den Mann umgehauen. Dieser Elia, der 3,5 Jahre alles nach Gottes Willen getan hat, der von Gott versorgt wurde, durch die Raben, durch die Witwe, der einfach die Wunder überall erlebt hat, der bricht jetzt zusammen. Und das habt ihr auch alle schon erlebt. Da gehen wir unseren Weg, da sind wir an der Uni oder in der Ausbildung oder im Beruf oder in der Schule und auf einmal kommt da irgend so eine blöde Bemerkung von irgendjemandem und das trifft uns so sehr. Das haut uns um. Und dann brechen wir zusammen. Dann ist auf einmal nur noch der Selbstzweifel da. Dann ist überhaupt nichts mehr von unserer Vision, von unseren Zielen. Und wir fragen uns, wer bin ich denn überhaupt noch? Was kann ich denn überhaupt noch? Was soll denn jetzt werden? Und ich habe ja angefangen, dass ich uns gesagt habe, das ist einer der ganz Großen im Reich Gottes. Auch treue Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Und auch heute Nachmittag bei uns sind ja einige von uns schon so lange mit Jesus unterwegs. Wir sind nicht gefeit davor, dass uns Angriffe und Dunkelheit anfechten. Da kommt ein Wort und der Elia wird völlig aus der Bahn geworfen. Geht es dir so? Ist das heute Nachmittag deine Situation? Bist du am Ende? Dann kann dieser Bibeltext für dich eine wichtige Hilfe sein, aus der Krise herauszukommen. Wie konnte es so weit kommen? Was will uns eigentlich dieser Bericht sagen? Das Erste, das wisst ihr alle, Krisen kommen. Wir stehen in einem geistlichen Kampf. Der Widersacher schläft nicht. Die Gemeinde Jesu steht in einem Kampf. Elia war auf der Flucht. Weltweit ist das heute nicht anders. In mindestens 64 Ländern dieser Welt leben Christen ohne Religionsfreiheit. Sie werden bedrängt, verfolgt, sind ständig in Gefahr. Über 200 Millionen Christen sind davon betroffen. Bedrängt in diesem Moment, verhaftet in Lagern, auf der Flucht, unzählige, Hunderttausende in Gefängnissen und Lagern, Tausende, die jedes Jahr ihr Leben verlieren, weil sie zu Jesus gehören. Und auch bei uns tobt der Kampf. Bei uns ist es ein radikaler Säkularismus, der immer mehr um sich greift. Da werden Kreuze abgehängt, da sollen Inschriften an Schlössern überblendet werden, weil die Welt es scheinbar nicht ertragen kann, auch nur zu lesen, dass in dem Namen Jesu sich alle Knie beugen sollen. Und dann merken wir an verschiedenen Stellen, wie es schwieriger wird, die Wahrheit der Bibel zu verkünden. Wer heute über Lebensrecht und Sexualethik und andere Themen aus biblischer Sicht redet, bekommt zunehmend Probleme mit dem Gesetz. Wir haben von Pakistan gehört, von dem Blasphemieparagraphen und dem Elend, dass das in Pakistan verbreitet. Warum? Weil das oft instrumentalisiert wird und mit falschen Anschuldigungen gegen Christen verwandt wird. Der Blasphemieparagraph bei uns in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2023, das sind mehr und mehr die Antidiskriminierungsgesetze, die instrumentalisiert werden gegen Christen, die einfach nur die biblische Ethik hochhalten. Wie konnte es so weit kommen? Ganz einfach, es gibt ein altes Lied, da ist die Antwort drin, es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Israel hatte Gott verlassen und jetzt wird es mit den Folgen konfrontiert. Und das ist in unserem Land nicht anders. Weil die Menschen ohne Gott leben, hat Gott sie dahin gegeben. Krisen kommen. Kommen gerade auch in unserem Leben als Christen, weil da ein Feind ist, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht zu verschlingen, wen er verschlinge. Und da müssen wir uns nicht wundern, wenn wir auch ganz persönlich in solche Situationen kommen. Anfechtungen, Krisen, oft hat das auch mit Verausgabung zu tun. Das war bei Elia so, der hatte körperlich sich verausgabt, körperliche Erschöpfung. Das kann uns zu schaffen machen, auch ganz natürliche Veranlagungen. Da sind manche unter uns, die sind auch einfach so etwas schwermütig drauf. Da muss man auch auf sich Acht geben. Das ist dann eben in der Biografie so angelegt. Und dann gibt es für uns alle einen todsicheren Weg, der uns nach unten reißt, und das ist die Sünde.
Wenn die Sünde lockt, wenn die Versuchung lockt, dann müssen wir aufpassen. Weil Sünde ist der todsichere Weg. Sünde raubt uns die Lebensfreude. Immer. Das war ja die Erkenntnis von David, der nach seinem Mord und Ehebruch und nach seinem Absturz herzzerreißend gebetet hat, schenke mir wieder Freude an deiner Rettung. Psalm 51, Vers 14. Wie konnte es so weit kommen? 7 Fallstricke, die alles nur noch schlimmer machen. Ihr Lieben, es gibt Dinge, die wir tun, die alles nur noch schlimmer machen. Wir kennen das alle. Wir sind eingeschnappt, wenn uns jemand irgendwie komisch kommt. Wir ziehen uns zurück. Das scheint uns zu helfen. In Wirklichkeit macht es alles nur noch schlimmer. 7 Dinge, die alles nur noch schlimmer machen. Erstens, wenn wir den wahren Feind übersehen. Wenn der wahre Feind übersehen wird, wird alles nur noch schlimmer. Wer ist denn der wahre Feind? Für Elia war das Isebel. Die hatte er gar nicht auf dem Schirm gehabt. Stehen wir nicht alle in der Gefahr, Elias Fehler zu wiederholen? Wir ärgern uns über Widerstände und Probleme, die wir sehen können. Wir stoßen uns an den Menschen und vergessen nur allzu leicht, dass da einer im Hintergrund ist, ein anderer Gegner, der altböse Feind. Paulus mahnt im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 12, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten. Und dieser Feind, sagt die Bibel, der wird nicht anders überwunden als durch Gebet und Heiligung und ein sich festmachen an den ewigen Verheißungen Gottes. Bist du in Gefahr zu übersehen, mit wem du es wirklich zu tun hast? Ist dein Gebetsleben vielleicht erlahmt? Zieht dich die Bibel gar nicht mehr in ihren Bann? Duldest du sündhafte Verhaltensweisen in deinem Leben? Spielen Gottes Zusagen gar keine Rolle mehr für dich? Dann sagt die Bibel, dann geh doch in dein Kämmerlein. Dann mach doch reinen Tisch vor Gott. Dann halt dich doch an sein Wort. Und dann verheißt dir Gott ganz neu, du vermagst alles durch den, der dich stark macht, Jesus. Philipper 4, Vers 13. Was alles nur noch schlimmer macht. Zweitens, wenn Gott aus dem Blick gerät. Als Petrus in den Wellen unterging, da schrie er, Herr, hilf. Und dann war sofort die Hand Jesu da, packte den Petrus und hat ihn aus der Flut herausgerissen. Der Blickwechsel zu Jesus bringt Rettung. Jesus mahnt seine Leute in den Schwierigkeiten zu bedenken, wenn das alles anfängt zu geschehen, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Lukas 21, Vers 28. Elia hatte sein ganzes Leben den Blick auf Gott gerichtet, durch die 3,5 Jahre hindurch. Gott hat ihn versorgt. Auf dem Karmel, bei diesem Showdown mit den Baalspriestern und den Aschera-Propheten, da hat er mutig die Linie Gottes vertreten. Aber jetzt hat er einen fatalen Blickwechsel vollzogen. In der Luther-Übersetzung, da kommt das gar nicht so zur Geltung, Vers 3, da fürchtete er sich sehr. Im Hebräischen steht da, und als er das sah. Luther hat das interpretiert, als er das sah, dass die Königin ihn töten wollte, da fürchtete er sich sehr, macht Sinn. Aber er steht da, als er das sah. Er hat seinen Blick von Gott abgewandt und jetzt sieht er auf die Isebel, sieht auf die Drohung und bricht unter dieser Last zusammen und er rennt um sein Leben. Stehst du vielleicht heute Nachmittag in der Gefahr, diesen Fehler Elias zu wiederholen? Dann möchte ich dir Mut machen, dann wage diesen umgekehrten Blickwechsel weg von den Schwierigkeiten hin zu Jesus. Fürchte dich nicht, glaube nur, sagt der Herr, Markus 5, Vers 36. Und dann kann Isebel und dann können die Mächte dieser Welt toben, wie sie wollen. Der sich an Jesus festmacht, weiß, ich bin geborgen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn. Was alles nur noch schlimmer macht, drittens, wenn wir über unsere Kräfte gehen. Elia hatte sich einfach übernommen. Der Showdown auf dem Karmel, der ermüdende Glaubenskampf gegen die versammelten heidnischen Mächte, die Vorbereitung des Opfers, das Gericht an den Baalspriestern und dann noch dieser Marathon durch Regen, Matsch und Pfützen nach Jezreel, das waren immerhin 30 Kilometer, dann erst die 220 Kilometer von Jezreel nach Beersheba und dann nochmal 330 Kilometer bis zum Horeb. Es gibt Dinge, die über unsere Kräfte gehen.
Es gibt Herausforderungen, denen wir nicht gewachsen sind. Das kennen wir alle. Da müssen wir achtsam sein. Da gibt es auch einen Zusammenhang zwischen körperlichem Wohlbefinden und seelischem Gleichgewicht. Mancher, der vielleicht in Schwermut gefallen ist, der braucht gar nicht in die Seelsorge zu gehen, der braucht vielleicht einfach nur eine Pause. Elia brauchte eine Pause und dann richtete Gott ihn wieder auf. Was alles nur noch schlimmer macht. Viertens, wenn wir selbst zum Mittelpunkt werden. In der Krise, da dreht sich der Elia plötzlich nur noch um sich. Ich bin allein übrig geblieben, mich wollen sie fangen. So lange hat er Gott die Treue gehalten und jetzt bleibt er bei sich selber stehen. Und dann zeigt Gott ihm die 7000, Vers 18, ich will übrig lassen, 7000, die sich nicht vor Baal gebeugt haben. Das bewegt mich so, das erleben wir ja bis heute in diesen schwierigen Verfolgungsländern, wie da treue Christen sind, die standhaft bleiben, die überwinden. Wie wunderbar ist das. Und dann sieht der Herr ja auch das Verborgene, das, was du in aller Stille für ihn tust. Und dann war da auch noch der Obadja, der 100 Propheten in Höhlen versorgt hat mit Brot und Wasser. Stehst du in der Gefahr, dich nur noch um dich selbst zu drehen, dann blicke weg von dir und sieh auf Jesus und bitte ihn, dass er dir die Augen öffnet für Menschen, die mit dir unterwegs sind. Was alles nur noch schlimmer macht, wenn wir weglaufen. Elia war von der Botschaft der Königin wie vom Blitz getroffen. Er hatte Angst um sein Leben und er machte sich auf und rannte davon. Im Hebräerbrief steht, Kapitel 10, Vers 39, wir sind nicht von denen, die da weichen. Das ist ganz wichtig, dass wir nicht weglaufen. Trete hin und steh. Du musst nichts tun, aber warte auf das, was Gott durch dich und da, wo er dich hingestellt hat, für dich tun will. Wir müssen standhaft bleiben. Wir dürfen nicht weglaufen. Das lernen wir von der verfolgten Gemeinde. Drunter zu bleiben, auszuhalten, Geduld zu lernen. Bleibst du drunter, wenn deine Eltern dir etwas zu sagen haben, was dir gegen den Strich geht? Wenn im Freundeskreis vielleicht jemand auch mal auf deine Charakterfehler zu sprechen kommt? Willst du lernen, nicht wegzulaufen, nicht zuzumachen, dran zu bleiben und dich mit Gottes Hilfe auch diesen Feedback zu stellen, was alles nur noch schlimmer macht? Wenn wir uns auf die Gefühle statt auf die Fakten verlassen. Elia war jetzt nicht mehr am Wort Gottes. Es ist genug. 1. Könige 19,4. Das heißt doch nichts anderes als ich kann nicht mehr. Mir reicht's. Das ist zu viel. Es geht einfach nicht mehr. Und dann fängt man an, in dieser negativen Denkspirale zu bleiben. Und man malt es sich immer furchtbarer aus. Isabel hatte ihm gedroht. Jetzt sagt er, alle wollen ihn töten. Eine Abwärtsspirale. Wer in den Abgrund schaut und schaut und schaut, der fällt am Ende hinein. Unser Glaube, der gründet sich nicht auf Gefühle. Unser Glaube gründet sich auf Tatsachen. Die Verheißungen Gottes, das sind die Tatsachen. Im Glauben machen wir uns an diesen Tatsachen fest. Und die Gefühle sind das, was den Tatsachen und dem Glauben folgt. Auf die Gefühle können wir uns nicht verlassen. Die gehen hoch und runter. In der Summe pendeln sie sich irgendwie wieder ein, wenn wir nur festbleiben am Wort Gottes. Und Elia stand doch unter dieser Zusage Gottes. Das war ja sein Lebensmotto. So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe. 1. Könige 17, 1. Aber jetzt hörte er auf seine Gefühle und er rutschte ab in Selbstmitleid und Verzweiflung. Ihr Lieben, lasst euch von der Bibel ermutigen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand und ich ergänze auf deine Gefühle, sondern auf den Herrn. Sprüche 3, Vers 5. Und wenn wir das leben, dann gilt uns die Verheißung, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie laufen und nicht matt werden. Das brauchen wir, neue Kraft. Und die Bibel sagt, dass wir dieses Stopp dem negativen Denken gegenüber, dass wir das direkt lernen müssen. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 12, dass wir uns erneuern müssen in unserem Denken, in unserem Sinn, dass das geschieht durch das Wort Gottes, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Also, ihr Lieben, Bibel lesen statt jammern und klagen. Oder wie es in dem grandiosen Weihnachtsoratorium von Bach heißt, lasset das sagen, verbannet die Klage, stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit ein. Jesus ist da, der Retter. Was alles nur noch schlimmer macht, siebtens, wenn wir zu Anklägern werden. Da steht Elia vor Gott und klagt das Volk an.
Ich habe für dich gekämpft, aber Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen. In seiner Niedergeschlagenheit steht Elia als Ankläger seines Volkes vor Gott. Das ist nicht seine Berufung. Das ist die Aufgabe sozusagen des Feindes. Der Feind ist der Feind. Satan ist der Ankläger der Brüder. Elia sollte doch von Mose lernen, der da vor ihm gestanden hat, als Israel das goldene Kalb gemacht hat. Und wie anders hatte damals Mose gebetet: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk? Und er betet für das Volk. Elia klagt das Volk an, was alles nur noch schlimmer macht, wenn wir zu Anklägern werden. Die Bibel zeigt uns einen anderen Weg. Verwandel deine Vorwürfe in Fürbitten. Was alles nur noch schlimmer macht. Jetzt das Positive, die Hilfen, die Gott Elia zuteil werden lässt. Unser Bericht zeigt, wie Gott dem Elia hilft, weil er ihn liebt. Ja, Gott liebt dich. Gott hat etwas Großes mit dir vor. Gott schreibt dich nicht ab. Gott möchte dich segnen und möchte, dass du ein Segen wirst. Welche Hilfen bietet Gott Elia an? Das erste, persönliche Zuwendung. Ein Engel rührt Elia an und stärkt ihn. Was für ein Ausdruck von Gottes Fürsorge. Es ist ja nicht schwer zu glauben, dass Gott uns liebt, wenn es uns gut geht, wenn wir alles richtig machen, wenn wir stille Zeit haben, wenn wir in der Gemeinde voll integriert sind und so weiter. Aber wenn wir am Boden liegen, in Sünde gefallen sind, wenn uns alles zu entgleiten droht, wenn die Anfechtung kommt, ist das nicht so wunderbar, dass wir wissen dürfen, auch dann liebt Gott uns. Es ist ja nicht so, dass das alle Tage passiert, dass ein Engel vorbeikommt und einem was zu essen bringt und einen dann schlafen lässt und nochmal kommt und was zu essen bringt. Aber schon erstaunlich, dass das hier berichtet wird, in der dunkelsten Stunde von Elia kommt die größte Fürsorge Gottes in sein Leben. Und da könntet ihr jetzt wahrscheinlich viel erzählen, oder? Was ihr erlebt habt. Wo der Herr in großer Not über euch seine Flügel gebreitet hat, wie er euch gestärkt hat durch sein Wort. Wenn wir am Ende sind, dann glaubt Gottes Liebe immer noch alles, erträgt Gottes Liebe immer noch alles, duldet Gottes Liebe immer noch alles und sie hört damit niemals auf. 1. Korinther 13. Wie Gott dem Elia hilft, Ruhe und Schlaf. Gott weiß um deine und meine natürlichen Bedürfnisse. Weißt du das auch noch, was du wirklich brauchst? Hast du diese Ruhezeiten? Hast du diesen Lebensstil, der einigermaßen ausgewogen ist? Oft sind es ja schon die einfachsten Dinge, die große Veränderungen bringen. Wie Gott dem Elia hilft, essen und trinken. Gott weiß, was Elia braucht und wie er wieder zu Kräften kommt. Er gibt ihm zu essen und zu trinken. Gott versorgt sein Volk in der Wüste mit Manna und Wasser. Gott versorgt dich und mich. Jesus sagt das ja über den himmlischen Vater, Matthäus 6, Vers 32, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Und Gott weiß auch, was für Anforderungen auf Elia zukommen. Und er weiß auch, dass du noch einen langen Weg vor dir hast. Und so ging Elia durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte. Ich finde das so ermutigend. Gott gibt Kraft genug für den Weg durch die Wüsten des Lebens. Wie Gott dem Elia hilft durch seine Berufung und Gemeinschaft. Gott nimmt Elia neu in Dienst. Er schreibt ihn nicht ab. Er gibt ihm einen neuen Auftrag. Und Gott hat auch für dich einen Auftrag. Du bist hier auf der Jumiko und vielleicht wartet ja hier eine neue Berufung auf dich. Mitten in der Krise der Wendepunkt. Noch ganz kurz Schlaglichter 10 Schritte aus der Krise. Es ist nicht einfach. Es braucht Gebet. Es ist ein Weg vieler kleiner Schritte. Erster Schritt, steh auf. Elia war in der Höhle, das sollte ja gar nicht sein. Wenn wir schwermütig sind, dann verkriechen wir uns Zimmertür zu. Steh auf, komm raus aus deiner Höhle. Zweiter Schritt, blicke auf. Erhebe dein Haupt, weil sich deine Erlösung naht. Strecke dich aus nach den Zusagen Gottes. Dritter Schritt, mache dich auf. Neue Aufgaben warten auf dich. Gott hat etwas mit dir vor. Gott hat einen Plan für dein Leben. Vierter Schritt. Beginne deinen Tag mit Gottes Wort.
Nimm dir die Zeit am Morgen, dich zu orientieren, alles auf Gott auszurichten. Gott fordert Elia auf, in seine Gegenwart zu treten, und das sollten wir auch tun, am besten morgens. Und Elia hörte ein stilles, sanftes Sausen, 1. Könige 19, Vers 12. Und dann kam eine Stimme und sprach in der Stille zu ihm, 1. Könige 19, Vers 13. Und so spricht Gott in der Regel auch heute zu uns, durch sein Wort, in der Stille, im Gebet. Elia war bereit zu hören. Nimm dir Zeit für die Stille, setz dich hin mit deiner Bibel, am besten am Morgen, und dann lass Gott durch sein Wort zu dir sprechen. Wenn du da noch eine Hilfe brauchst, wir haben als Hilfswerk so einen Jahreskalender rausgebracht, da geht's in 2 Jahren einmal durch die Bibel für jeden Tag. Die Leseempfehlung, ich habe euch hier vorne ein paar mitgebracht, das kann eine Hilfe sein, oder ihr habt euren eigenen Plan. Fang deinen Tag an mit Gottes Wort. 5. Schritt. Stell deinen Tag unter Gottes Segen. Was motiviert dich, wenn du morgens aufstehst? Was ist das Ziel in deinem Leben? Fang deinen Tag an und sag, Herr, jetzt möchte ich dir diesen Tag hinlegen. Ich bitte dich, segne mich und lass mich ein Segen sein dürfen. Räum auf. 5. Schritt war, stell deinen Tag unter Gottes Segen. 6. Schritt, räum auf, löse deine Konflikte. Bring das in Ordnung. Da war so viel bei Elia, was er da hatte, das arbeitete alles in ihm. Räum auf. 7. Schritt, friss die Dinge in dich nicht hinein. Das hat Elia gut gemacht. Er hat sein Herz vor Gott ausgeschüttet. Er sprach, Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen. Na klar, das ist ein bisschen wie Jammer. Aber er hat es an die richtige Adresse gebracht. Friss die Dinge nicht in dich hinein. 8. Schritt, lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen. Vielleicht hat Elia ein bisschen zu lange gewartet. Vielleicht hat er ein bisschen zu lange den Kontakt zu Gott verloren. Das müssen wir nicht machen. Lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen. 9. Schritt. Pflege einen ausgewogenen Lebensstil. Das muss ich mir immer wieder sagen. Bibel, Beruf, Berufung, Gemeinde, Freundschaft, Familie. Aber am Ende alles möglichst im Gleichgewicht. 10. Schritt und 10. Schritt. Tue Gutes. Wir sind nicht in dieser Welt für uns, sondern wir haben eine Berufung. Und die Berufung, die wir haben, ist, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und dann machte Elia sich wieder ans Werk und auf den Weg. Ich komme zum Schluss. Und wozu beruft Gott dich? Elia war ein Mensch wie wir, ging durch die gleichen Probleme wie wir. Wo stehst du auf diesem Weg, den Elia ging? Steckst du in der Anfechtung? Bist du noch in der Höhle oder bist du schon ins Licht getreten? Hat Gott zu dir gesprochen, vielleicht sogar hier heute auf der Jumiko, vielleicht sogar durch den Bericht über Elia? Bist du bereit für den nächsten Schritt? Elia dachte, er sei am Ende. Er rannte weg vor der Todesdrohung. Wie paradox, dann wollte er gerne sterben. Und stattdessen wurde Elia einer von nur 3 Personen in der Bibel, die überhaupt nie gestorben sind, sondern er wurde in den Himmel aufgehoben. 2. Könige 2, Vers 11, da kam ein feuriger Wagen mit Rossen und Elia fuhr gen Himmel. Wie gut, dass seine Bitte um den Tod nicht erhört wurde. Wie gut, dass seine Geschichte weiterging. Das Beste kam ja erst noch. Du weißt ja gar nicht, was Gott noch mit dir vorhat. Bleib dran, gib nicht auf. Gott hat Großes für dich bereit. Bleibe dran, harre aus. Versuch einen ausgewogenen Lebensstil zu leben. Schütte immer wieder dein Herz vor Gott aus. Wachse in der Beziehung zu ihm, indem du täglich auf sein Wort hörst. Und dann lebe die Berufung, die er für dich hat. Wir sind hier auf der Jumiko, gleich geht's in die Aussendungsfeier. Wohin sendet Gott dich? Welche Berufung hat er für dich? Bete darüber und dann geh die nächsten Schritte. Ich möchte euch einladen, dass wir jetzt noch zum Schluss miteinander beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du treu bist, dass du deine Verheißungen erfüllst. Und wir wollen dich heute Nachmittag bitten, Herr, da wo wir leer sind und ausgebrannt, füll uns neu mit deiner Freude. Füll uns neu mit deinem Geist. Herr, füll uns mit dir, mit deiner Liebe, dass wir die erste Liebe verlassen haben, Herr, das bedrückt uns. Zünde dieses Feuer der Freude und der Liebe wieder an in unserem Herzen. Schenke uns Glauben, Herr. Gib uns neue Kraft. Und dann, Herr, gib uns immer wieder Ruhezeiten im Trubel unseres Lebens, Zeiten der Besinnung und der Stille. Herr, hilf uns jeden Tag neu im Hören auf dein Wort. Herr, lass uns immer wieder neu auch vor dir unser Leben in der Stille in Ordnung bringen, Sünden benennen und bekennen und dann Herr, vergib uns, dann richte uns neu aus und dann gib uns auch die Aufträge, die du für uns hast. Herr,
Lass unser Leben etwas sein dürfen zum Lobe deiner Herrlichkeit. Herr, segne uns und lass uns ein Segen sein dürfen für die Menschen um uns her, da, wo du uns hingestellt hast. Amen.